Wahnsinn hier oben. Ehrlich, in Oxford studieren ist, ist wie auf 100 Partys gleichzeitig eingeladen zu sein. Und man hat auf alle Bock, weißt du? Ja. Unsere ganze Familie studiert hier. Mein kleiner Bruder ist 13 und kann es gar nicht erwarten. Miles, bist du... posh? Das englische Schulsystem ist überaus festgefügt, mit nur minimalem sozialen Ausgleich. Noch vor zwei Generationen erbte man sogar seinen Sitz im Parlament des House of Lords. Diese spezielle Mixtur ist in England besonders stark. Wir haben gerade das böse Wort Klassengesellschaft abgeschafft. Da kommt eine dänische Regisseurin und zeigt uns genau das. Einen John Singer Sargent hier vorne, ein meisterhaftes Porträt der Gräfin. Und hier oben sehen Sie einen Van Dyck. Entschuldigen Sie, Sir, da dürfen Sie nicht durch. Es geht um Leute, die für ihren Stallgeruch, der ihnen seit der Geburt anhaftet, auch ohne jegliche Leistung Privilegien einfordern. Sie sind selber. Oh Gott, das tut mir wirklich leid. I think it's a film about class. Es ist ein Film über Klassen. Und Großbritannien ist mehr als viele andere Länder eine Klassengesellschaft. Natürlich findet man diese Gruppendynamik auch anderswo. Wenn ich als Dänin einen Film über England mache, ist es wichtig, etwas zu finden, das auch auf andere Länder übertragbar ist. Okay, Jungs, bitte. Echt mal. Das ist ein Meeting. Gibt's eigentlich Wahl nächstes Mal? Zur Präsidentschaft? Bellingschwanz, du, ach, Präsident? Was ist, Mann? Ich wär genial! Du wärst scheiße. Ohne neue Mitglieder wird's gar nichts zu präsidieren geben. Seit Seba und Gooder weg sind, sind wir nur noch zu 8. Aber müssen wir nicht 10 sein? Daher das Meeting. Bis zum Dinner ist es nicht mehr lang. Wir müssen mit den Initiationen loslegen. Was zunächst wie eine muntere Studentenkomödie des Riot Clubs beginnt, wird schnell zu einem bitterbösen Porträt dieser sogenannten besseren Leute, die es zwar überall gibt, in England jedoch sind die traditionsbewusster. Ursprünglich ist das ein Theaterstück. Wie adaptiert man etwas vom Theater für die große Leinwand? Ich glaube, im Film wird man für ein paar Stunden fast so etwas wie ein Mitglied dieses Riot Clubs. Man kann die Kamera zwischen den Charakteren positionieren und sich hineinbewegen, um beinahe so etwas wie das 11. Clubmitglied zu sein. Beim Bühnenstück ist es eher, als blickte man in ein Aquarium, wo Dinge geschehen, denen man einfach nur zusehen kann. Und es bleiben viele Fragen. Gut. Also kurz ein paar Formalitäten, wenn ich darf. Ja, bevor wir uns der Hauptbeschäftigung des Abends zuwenden. Tütchen. Die Zeit ist reif, Gentlemen. Lasst uns essen, bis wir platzen. Trinken, bis uns die Augen aus dem Kopf fallen. Wir Dinnergeweihten grüßen dich. Kreaturi, te salutat! Vibamus. Und so feiern sie sich im Vollbewusstsein ihrer elitären Existenz als legitime Erben ihres Systems. God save our gracious queen, long live our noble queen. Am Anfang sind das einfach ein paar verwöhnte Bengel und man lacht vielleicht mit ihnen. Aber dann ändert sich das und die Eskalation beginnt. Die größte Herausforderung bei diesem Film ist es, die Balance aufrechtzuerhalten. Zwischen etwas, das in der ersten halben Stunde sehr leicht und fröhlich daherkommt, aber dann wirst du nach und nach in diesen Club gelockt, wo du die Kehrseite entdeckst. Laura Waite, die Autorin, nannte das einen Vampirfilm. Sie verwechseln Hochmut mit Größe, Herkunft mit Leistung und Hemmungslosigkeit mit Souveränität. Dabei sind sie nichts weiter als Bastarde einer überholten Gesinnung. Auf, du Riot von Adel, im Blute hochprozentigen Wodka fließend. Sei nun ein Neidbild der Clubs von gröberem Blut und leer sie zechen.
Das Wild ist aufgescheucht. Am Riot Club, dieser super elitären Boys, erkennt man die gleichen Mechanismen wie in jeder Straßengang. Der Konflikt ist auch, ob du versucht bist, Teil dieser Gruppe zu sein, auch wenn sie Dinge tut, die du allein nie gemacht hättest. Fick dich, wir sind der Riot Club! Ja! Yeah! Diese kleinbürgerliche Empörung, wenn wir irgendwas tun oder auch nur sagen, über alles, was wir bauen oder hervorbringen, alles, was nur den winzigsten Hauch von Größe besitzt. Sieh nur! Konnten sie alles unterwandern und es schaffen, dass alles so verfickt drittklassig wird. Ja! Sie halten sich für besser, weil es mehr von ihnen gibt. Ihre Hände kleben nicht vor Schweiß, sondern vor Neid, vor Missgunst. Und das stinkt wie eine Scheißkloake. Ja! Ich hab die Schnauze gestrichen voll von armen Leuten. Where does these boys take the self? Woher nehmen die Jungs diese Überzeugung, wichtig zu sein, wo sie doch im Leben noch nichts geleistet haben? In England nennen sie das Entitlement. Erbanspruch. Diese Gewissheit, das Recht zu haben, überall dazuzugehören und mit jedwedem reden zu können. Ich bin nicht sicher, wie wohl das deutsche Wort dafür sein könnte, aber es ist definitiv etwas, das man bei den Upper-Class-Leuten sieht. Das natürliche Recht, dazuzugehören, wo auch immer du willst. Das zu haben, macht dich sehr selbstbewusst. Ich glaube kaum, dass du das erreichen kannst, wenn du einen völlig anderen Background hast. Aber Reichtum und Privilegien berechtigen dich nicht, ohne Verantwortung zu leben. Ich denke, das ist das Thema des Films. Je höher du gestellt und privilegiert bist, umso mehr bist du auch verpflichtet, die Welt zu verbessern. Hoppla. Leute wie wir machen keine Fehler.